So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Karriere mit Athletic Bilbao und ja, wir haben nochmal nachverpflichten müssen. Eigentlich war sowas ein Transferzieher Mikel Merino, der jetzt aber zu RB gewechselt ist. Für uns jetzt eher mehr oder weniger egal, weil ich wollte unbedingt muss die Verteidigung zumachen und das habe ich gemacht. Ich habe zwei neue Verteidiger verpflichtet, also einen habe ich verpflichtet vom kommenden Gegner, Celta Vigo, und einen habe ich zurückgeholt. Ich glaube, der Galan, den wir von Celta geholt haben, ist nicht unbedingt ein Baske, aber das ist jetzt egal. Das ist ein Spanier. Ich brauche jetzt unbedingt einen Verteidiger auf der Position. Ich brauche da außen was. Munoz ist weg, der da hinten sehr unsicher war. Und deswegen habe ich musste ich jetzt mal nachverpflichten. Und wir können jetzt reingehen in die Vorrunde. Spieltag Nummer 4. Und wir werden noch mal kurz Verteidiger scouten. Auf Rechtsverteidigerposition brauche ich da. Unbedingt noch mal nach. So, du sollst auf jeden Fall mal gucken, dass man noch mal einen Rechtsverteidiger verpflichtet. Zahuris. Ah, du sollst auch mal definitiv mal schauen. Ach, du hast keine Verteidiger. Du brauchst keine. Warte mal. Jugendstab, kann ich da noch mal was aufbauen? Ja, ich habe schon Backer. Südeuropa, Espanja, 6 Monate, Einschätzung technisch Bäckerflügelspiel, starke Physis wird wahrscheinlich ein Verteidiger sein. So, gut. Deswegen werden wir das machen. Nein, da habe ich mir mit hochgezogen, 15-Jährigen. So, Vega. Ja. So, Feno möchte Vivian verpflichten. 24,7 Millionen bieten. Oh, das sind wieder so Angebote, die ich, wo ich überlegen muss. Das tue ich nicht. Es tut mir leid, ich bin eigentlich kein. Normalerweise hole ich mir die gerne dazu, die Spieler. Gerade für ein Angebot, aber es ist bei dem Angebot, nein, ehrlich. So, Vega geht jetzt für 2 Jahre nach Arad. Wahrscheinlich ist das hier Vereinigte Arabische Emirate oder sowas. Oh, Adi Herrera ist weg. Oder? Ist das gerade richtig gesagt? Nee. Vega, okay. So, okay. Nächster Gegner, wie gesagt, ist tatsächlich jetzt Celta Vigo. Und die haben die Spieler getauscht. Nochmal. Wir haben Galan gegen Munoz getauscht. Und jetzt schauen wir mal, wer gerade beim Gegner in der Startelf steht. Nämlich eben eine Ian Munoz. Und Galan steht bei uns in der Startformation. Zu Bielda, den habe ich gerade zurückgeholt. Der war ausgeliehen. Den habe ich jetzt gesagt, den möchte ich jetzt holen. Es ist klar, auf den die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Und ich fand das gerade geil mit dem Video, dass der Bus ausgestiegen ist. Und das ist halt nur auf der PS5 so. Hallo liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Athletic Bilbao gegen Celta Vigo. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Spannung. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Bei Ihnen sehen wir heute 4-4-2 mit Raute durchschießen. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Hier also die Aufstellung von Celta Vigo. Schauen wir kurz drauf. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich 2 Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Athletic gehört zu den erfolgreichsten spanischen Vereinen, auch wenn man in den letzten Jahren nur zur, na, sagen wir mal, erweiterten Spitze gehörte. Ja, die Erfolge sind ein bisschen spärlich geworden für die Basken, aber ich glaube, so langsam geht es wieder aufwärts.
So, okay. Das Spiel beginnt. Hoffentlich heute nochmal mit 3 Punkten wäre schön. Dann hätten wir nämlich 10. 3 Siegen und im Unentschieden. Aber dieses Unentschieden tat nämlich extrem weh, was so spät doch kam. Weil eigentlich die Zeit abgelaufen war. Aber ist halt so. Ist halt bitter. Der Schiedsrichter hat den Angriff nochmal laufen lassen. Gurus Seta. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Der jetzt noch ein bisschen Platz hat. Oder also. Tor durch Williams. Williams. Wieder der Top-Torjäger. 5. Saisontor mittlerweile. Nehmen wir jetzt 4. Saisonspiel. So, hier kommt das Tor nochmal. Erst dieser kluge Aufbau und dann ist er da. Der Knipser. Ja, es war aber auch sehr einfach, weil, wie gesagt, da gut, dass da mal der Knipser da durchgeht. Und ich hoffe, dass jetzt meine Verteidigung deutlich besser ist. Ja, 5. Saisontor im 4. Anlauf. Celta Vigo muss kämpfen. Rückstand. Oscar. Das müssen sie jetzt abhaken und dann muss eine Reaktion her. Kappa. Fran. Cervi. Fängt diesen Ball ab. Und der, ah, der schöne Ball auf Sanchez, aber der ging Eier nicht vorbeikommt. Also gegen Munoz. Und dann, ja, es gab zuletzt die ein oder Ex-Spieler. Zu ihm, denn er muss heute gegen sein früheres Team ran. Ganz es war aber nicht absichtlich. Oder nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen oder lenkt ihn das alles ab? Er, aber jetzt Williams! Nochmal, mit einer guten Situation. Das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt! Und, oh, ja, sag mal. Er passt gut auf und hat den war mal ein guter Versuch aus der Distanz, aber den verliert er den Ball. Und dann kann er aber nochmal nachsitzen. Hayen. Oscar. Und, wenn sie doch. Über den ja mich viele Vereine ran wollten. Auch, Feyenoord. Aber das Angebot habe ich abgelehnt und habe gesagt, nö, ist nicht. Den bleibt da, der bleibt schön bei uns da. Munoz. Oscar. Schöner Pass da. Ja, oh, Abseits, oder? Ja. Geht sofort hoch, da ist Abseits. Abseits war das. Da kann ja, Oscar. Holt sich die Kugel. Xavi. Jeremia. Sie laufen diesen knappen Rückstand. Und Unai. Gefühlt ist das gerade schon mit den Seppelfest, aber es ist halt erstmal nur Zelt da. Sehr beweglich, absoluter Rückhalt, um hier zu sehen. Gute Chance, aber vereitelt, macht er ganz sicher. Nächster Ball. Oh, das gibt der Väter. Ja, ich hab's gesehen, es ist der Väter, es ist ein Handelfväter. Ja, es ist der Handelfmeter und es gibt den ersten Elfmeter gegen uns. Zwei haben wir ja selber schon verwandelt durch Williams eben. Und jetzt hat Celta das Glück, vielleicht noch mal ranzukommen. Mia! Nächster! Gehalten! Klasse dazwischen gegangen. Unai Simon hält den ersten Elfmeter gegen uns. Diesen Handelfmeter, der war auch, wie gesagt, komplett richtig. Die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Aber unser Keeper lässt sich davon 0,0 beeindrucken und sagt, das ist mal, den hole ich mir. Ja. Ayen, wieder Munoz, der das jetzt gut macht, da zweimal jetzt. Oh, der Ball ist knapp, aber er kommt durch über Egamunia hin. Ist bei der Statistik zum Ballbesitz in der heutigen Partie das schwächere Team. Ja, ist aber egal, wir führen Hauptsache mit 1-0. Abgeblockt. Dieser gute Schuss auf der aus der Distanz oder Versuch, Distanz. Schussversuch kommt. Xavi. Hat er. Erstmal hat er. Wo ist Hitta? Der eben schon eine gute Solo da vorgelegt, aber 1-0. Er kann es machen. 2-0. Sanchez.
42. wieder Coroceta, wieder mit dem Lauf immer außen und dann rein ins Glück das Ding. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Yes! Yes! Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sunset! Jedenfalls mit dem 2:0. Peremia. Er kann dieses Duell gewinnen. Das macht er sehr gut. Ball geht und auf den... Raidu! Gut aufgepasst da. Hugo Mayo. Oscar. Pause. Da hören wir den Pausenfilm. Durchgang ist vorbei. Er ist heute einer der auffälligsten. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem. Ja, hat auf jeden Fall sein Ding gemacht. Da vorne, sein Tor. So, die Pause ist vorbei. Es geht weiter. Anstoß hat Bilbao. Kappa. Was für ein Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Auf, auf, erstmal nimmt er den Star mit hier. Oh ja, so ein Ball. Die Flanke jetzt. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Sie holen sich also den Ball. Williams. Toller Zweikampf. Mit Glück, Aidu, dazwischen. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Strandlasen. Zu Biel da. Ah, Glück gehabt. Und dann ist er aber der Ball von Sanchez. Sanchez. Muniain, 3-1 und 3-0. Und der dicke Bock da hinten in der Innenverteidigung der Gäste macht das 3:0 perfekt. Macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung? Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch? Kein Abseits, 0-3. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Muniain. Schon geil, wenn der, wenn der Original Dings drin ist von bei Bilbao, bei Bilbao, ja. Bei Neapel, der Original Stadionsprecher. Da gibt es so tolle Videos bei, da gibt's tolle Videos bei YouTube. Der geht richtig ab da und ja, aber es ist das erste Mal tatsächlich, dass ich ein Let's Play mache mit der in der spanischen Liga. Normalerweise bin ich immer deutsche Liga oder was, oder habe ich mal gemacht, englische Liga habe ich mal angefangen, aber spanische Liga habe ich bisher noch nicht gemacht und ich, es bockt sich mit Bilbao, weil die vor allem, wie gesagt, ganz wichtig, da muss weil die halt genau diese spezielle Transferpolitik haben mit dem, mit den baskischen Spielern. Euer Sabal. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ah, das war ein bisschen anders geplant. Hier wieder. Xavi. Gehalten. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen. Nur ne? Die ein. Auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance. Iñaki. Iñaki 4:0. So, das nächste Tor. Das ist deutlich. 70. Und wir haben 10 Zähler auf dem Konto jetzt. Ja, 4 Spielen. Das ist top. Wir bleiben also vor Real Madrid. Einen Punkt immerhin. Und Barca ist oben mit dabei. Atletico Madrid ist mit oben drin. Also das sind so Teams, wo ich da... Cadiz ist doch vor uns, ja. Aber mal gucken, wie nachdem wir die spielen. Könnte mir tatsächlich Dritter sein. Also mein Ziel ist es ja, irgendwo Vierter, Fünfter sein. Also best of the rest. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier. Ja, vielleicht noch mehr. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass wir Real gewachsen sind. Aber was, warum sich? Sollte, könnte ja alles passieren.
Kurz mal zum nächsten Spiel von Celta Vigo. Da könnte sich Iñaki befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Mit Dusel da noch gestoppt. So gerade doch. Ballgewinn, gefährliche Position. Euer Sabal, aber auch nicht dazu. Kommt auch nicht rein. Platz zum Kontern. Ja. Willst du doch. Sunset, der hat ja auch schon ein Tor gemacht heute. Stark, da sehen wir es wieder. Jetzt können sie es machen. Er kann abwehren, aber der Ball weiter. Oh, und dann hat der Gegner das Glück, dass er nicht dann 5. auch noch fängt. Sie nehmen eine Auswechslung vor. So, kurz mal wechseln eben. Bisschen durchwechseln. So. So, machen wir alle Wechsel auf einmal. Habt ihr gut gemacht. Da kommt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Bocha! Wenn er da nachgelegt hätte, wäre das Spiel endgültig entschieden gewesen. Ja, das Spiel ist sowieso schon entschieden, aber erste Situation vom Neuen, der, wie gesagt, gerade erst gekommen ist. Also nicht auf der Bank, nicht nur auf der Bank auf dem Spielfeld, sondern auch der ist gerade jetzt gewechselt zu uns. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Er erzwingt den Ballverlust. Da wäre Platz für einen Kotter. Iñaki! Jetzt müssen wir genau hinschauen. Ball an den Pfosten, weiter geht's hier. Und rein ins Glück, Bocha, Sainz, da ist er noch. Der ganz neue Zugang trifft mit seiner quasi zweiten Torschuss. Der kam, glaube ich, sogar aus der eigenen Jugend. Also, Bocha, Sainz, 1:0. Schönes Ding da oben. Rein ins Glück damit. 5:0. Minen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Nee, es ist gerade nicht gerade gewesen, aber es ist vor kurzem erst hochgekommen. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber das Spiel ist Ende. 5:0. Die Neuzugänge greifen. Die zwei neuen Verteidiger scheinen wohl ein bisschen Stabilität reingemacht zu haben. Wobei es erstmal in Führungszeichen nur Celta Vigo ist. Aber. Ja. Aufgabe gelöst. Eine solide Leistung war das heute. Nicht mehr, nicht weniger. Und nicht zu vergessen, oder ist jemand, hat der später gehalten? Das ist das zweite Spiel zu 0 von 4 jetzt. Wir haben 10 Punkte auf dem Konto, sind top gestartet. Ein hoher Sieg. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Und scheinbar, wie gesagt, unsere Innenverteidigung oder Verteidiger scheint gefruchtet zu haben, da die 2-9 zu holen. Gut. Gucken wir auf die Tabelle stellen. Wir sind jetzt aktuell immer noch. Wir sind Tabellenführer? Okay. Ich meine, ich nehme es mit. Dann haben die aber alle da oben gepatzt. Also Barca oben gepatzt, Madrid, die haben alle, aber haben die alle Unentschieden gespielt damit? Ich meine, ich nehme es mit, ich freue mich, toll. Espanyol hat Unentschieden gespielt, Villarreal gegen Valladolid hat Unentschieden gespielt, Atletico hat gegen Mallorca 2-2 gespielt, Barca hat gegen Almeria auch nur Unentschieden gespielt. Und Cadiz hat verloren 2-0 bei Real. Okay. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind Spitzenreiter durch den hohen Sieg jetzt im Duell gegen Celta Vigo. Die ja jetzt runterrutschen auf den 16. Platz dadurch. Also wie gesagt, allein das
des Almeria, die sind 18. Die holen den zweiten Punkt in dieser Saison. Die waren bis dahin irgendwo da unten mit drin. Bei Barca unentschieden spielt. Hätte ich auch nicht erwartet. Gut. Nächster Gegner. Oh, es ist schon Cardiff. Nächster Gegner ist Cardiff, der Tabellen-Siebter, die ja gerade erst verloren haben bei Real. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Auswärts in Cardiff.